Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch. Und von meinem letzten Essen-Take wurde ich ziemlich inspiriert. Als ich letztens in meinem Supermarkt einkaufen war, habe ich entdeckt, dass die russische und polnische Süßigkeiten verkaufen, die ich noch nicht kenne. Und da habe ich mir gedacht, dass ich doch gleich mal ein paar davon probiere. Die mir zusprechen, werde ich jetzt hier live probieren. Und ihr könnt mir ja dabei zuschauen. Wenn ihr die Sachen, die ich hier aufzähle, schon kennt, dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr damit schon gemacht habt. Ich würde meinen, dann geht's jetzt mal los. Als erstes habe ich ein paar Kekse eingebäckt mit Kondensmilchgeschmack. Die Kekse sehen so aus. Das ist vorhin abgebrochen beim Auspacken. Ich habe noch nicht probiert. Die Firma heißt Leimer. Ich entschuldige mich gleich dafür, wenn ich jetzt einige Produkte einfach falsch ausspreche, weil ich bin der russischen und polnischen Sprache nicht tätig. Also, dann werde ich das mal probieren. Das Selga Kondensmilchgebäck. Okay. So ein ähnliches Gebäck kenne ich schon. Ja. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe mir hier ein bisschen was zu trinken. Zum Neutralisieren. Am besten wäre natürlich Milch, aber ich hatte jetzt keine Lust auf Milch. Jetzt muss ich wirklich ablesen. Einen Moment. Prianiki, russischer Lebkuchen mit Karamellgeschmack. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Es ist von der Firma Dovgan, die jetzt in den nächsten 3-4 Süßigkeiten auch der Hersteller ist. Okay, dann probiere ich mal. Die sind so klein so. Lebkuchen halt. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist der typische Lebkuchengeschmack. Na klar, aber das Karamell ist mir ein bisschen zu viel. Okay. Das nächste nennt sich Kringelgebäck. So ähnlich wie diese kleinen Salzbrezeln. Bloß bei uns, also das, was ich gekauft habe, ist Vanillegeschmack. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, na dann. Übrigens auch von der Firma Dovgan. Wo ist Vanille? das schmeckt wie Zwieback. Wirklich wie Zwieback. Okay. Noch was von der Firma Dovgan. Und zwar ein Gebäck mit einer Apfelfruchtfüllung. Und zwar sieht die Packung so aus. Davon habe ich kein Bild gefunden. So. Und so sieht das Plättchen aus. So. Und ich denke, es ist. Und ich denke, es ist auch so eine Art Brot-Lebkuchen, was auch immer. Und ich werde jetzt einfach mal reinbeißen. Oh, das ist so leid. Es schmeckt überhaupt nicht. Du denkst immer, oh, was ist denn süßen Kuchen und Brot? Okay, das waren jetzt erstmal russische Süßigkeiten oder Gebäck. Und jetzt komme ich zu den polnischen. Und zwar ist da gleich die Firma Nestle. Ja, die hat einen Riegel gemacht. Der nennt sich Prinzessa. Und das ist ja was für mich. Prinzessa! Von Nestle. So. Da ist der Riegel. Extra long. Oder manchmal. Das schmeckt. Okay, bis später. Diesen Riegel gibt es seit 30 Jahren in Polen zu kaufen.
Der nächste ist zu etwas Ähnliches. Das sieht jedenfalls auch so ähnlich aus. Und heißt Prinz Polo. Das ist wahrscheinlich der Prinz zur Prinzessin. Auch eine polnische Süßigkeit von der Firma Olza. Und das werde ich jetzt auch probieren. So sieht der Riegel aus. Und na dann. Fast der gleiche Riegel, bloß mit Zartbitter. Aber lecker. Ich bin kein Freund von diesen hochkalorischen Energy-Riegeln. Eiweiß oder sonst was Riegeln. Und ich habe mir trotzdem einen gekauft. Ich wusste ja nicht, was das ist. Ich habe es erst mal gegoogelt. Es heißt Chatwa. Ist von der Firma Unitop. Und ist ein Sesamriegel mit Vanillegeschmack. Und auch für Fitness-Leute geeignet. Als ich den vorhin ausgepackt habe, guck mal, der macht schon so. Oh, der riecht übelst eklig. Oh, ich will da nicht reinbeißen. Oh, das ist doch kein Vanille. Ich heb den mal auf. Für meine Freunde, vielleicht schmeckt ihm das. Okay, last but not least, noch eine russische Süßigkeit oder Gebäck. Und zwar, das kennt ihr vielleicht auch alle, beim Bowling sind so kleine Automaten hinten bei den Bahnen. Manchmal verteilt. Und da gibt es so kleine Erdnüsse. Ist der kleine Ozu? Diese kleinen Erdnüsse. Die sind mit Karamellgeschmack. Die habe ich mir noch gekauft, aber da bin ich ehrlich, die kenne ich schon. Aber die sind so schweinelecker. Nach dem Sesamriegel brauche ich das auch. Die sind übrigens auch von der Firma Dovgang. Ich habe herausgefunden, dass Dovgang ziemlich viel macht. Russische Spezialitäten für Deutschland, die es jetzt schon zu kaufen gibt. So Leute, das war Disa aus Dessau, probiert russische und polnische Süßigkeiten und Gebäck. Ihr habt ja gemerkt, ich habe mir 8 rausgesucht und ihr könnt die ja auch mal nachkaufen und selber probieren oder ihr vertraut einfach meinem Urteil. Gut, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt 58 Abonnenten. Ich mache jetzt einen kleinen Aufruf an euch, helft mir doch einfach mal die 60 zu schaffen. In diesem Sinne sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Video. Tschüss!